Hallo Steffi. Und wie geht's dir jetzt? Geht's dir gut? Du, das ist kein Problem. Oh mein Gott, was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Aua. Au. Hallo? Polizei? Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Schüsse auf offener Straße. Beide Frauen wurden getroffen, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sichert den Tatort. Die Kripo ist bereits alarmiert. Sachverhalt. Ja, wir haben Schusswaffen gebraucht, mit einem großkalibrigen, wahrscheinlich irgendwie Gewehr. Ja. Wir haben hier vorne eine verletzte Person, die ist als zweites angeschossen worden. Ja. Hier ist die Person, die als erstes angeschossen worden. Möglicherweise hat der Täter irgendwie sie im Fokus gehabt, keine Ahnung, sie kam um die Ecke. Irgendwie, das sie wurde also, zuerst angeschossen. Ganz genau, sie wollte als betreuende Person helfen und ist dann auch angeschossen worden. Wir haben wohl Streifschuss. Das ist mein Kollege. Können Sie sagen, was passiert ist? Sie haben das Ganze ja beobachtet. Ich habe nur telefoniert und dann habe ich kurz gesehen, wie diese Person angeschossen wurde. Und dann bin ich auf sie zugegangen und dann ging alles so schnell und dann wurde ich auf einmal auch angeschossen. Haben Sie irgendeinen Täter gesehen oder irgendeine Richtung? Ich habe keine Ahnung, irgendwas wo das gehört, herkam. Irgendwas gehört, ein Schuss, wo er herkam, ungefähr gar nichts. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich habe nur ein leichtes Zischen gehört, aber... Ein Zischen, kein Knall? Nein, gut, dann versuchen Sie sich jetzt mal zu beruhigen, bisschen. Wir sind ja jetzt da. Ja, okay. Wir kommen gleich noch mal zu Ihnen. Was heißt denn kein Knall, nur Zischen? Ja, gut. Gehen wir vielleicht von einem Schalldämpfer aus, würde ich sagen, ne? Wenn es kein Knall gibt. Normalerweise sind Schusswaffen ja recht laut. Und die Verletzungen hier, die stammen definitiv von einer Schusswaffe. Hier hat man den Schuss auf jeden Fall hören müssen. Ich habe was gefunden, Jungs. Was denn? Ja. Also folgendermaßen, ich habe jetzt schon mal zwei Projektile da hinten, 3 und 4 gefunden. Wir haben Abriebspuren von den Projektilen. So wie es jetzt aussieht, 4 bis 6 Schüsse. Okay. Und vom Winkel her würde ich vermuten, von da oben. Von der Terrasse. Okay. Wir müssen mal gucken, wie wir da überhaupt da hinkommen. Da oben ist eine Tür aufgemacht. Hier ist sauber, sauber. Aber guck mal. Oh, guck mal, hier sind die Hülsen. Passt da vom Dings. Ja. Hast du Handschuhe dabei? Nee, aber lass mal liegen, die Jungs von der Spurensicherung. Ja, wir brauchen mal. Das ist ein Bild. Christoph für Bora. Weißt du, wer das ist? Nee. Ja, augenscheinlich geht es hier wohl tatsächlich nicht um die Erstangeschossene, sondern nach dem Bild nach zu urteilen von unserer zweiten angeschossenen Dame, die eigentlich nur helfen wollte. Also, wie das jetzt hier zusammenpasst. Boah, da haben wir aber 3 Hülsen. Die Kripo-Kommissare lassen das Dach von den Experten der KTU untersuchen. Da der Täter flüchtig ist, gilt ihre Sorge der jungen Frau, die eigentlich Ziel der Schüsse sein sollte. Sie bringen sie in Sicherheit. Ich möchte es ja nicht beunruhigen. Sie sagten aber, Sie sind als zweites angeschossen worden, ja? Ja. Wir haben aber da oben ein Bild von Ihnen gefunden. Was? Das der Schütze bei sich gehabt haben muss, was wir jetzt natürlich auch sichergestellt haben und auch Hülsen. Augenscheinlich galt das wohl Ihnen hier, das Ganze. Können Sie sich darauf irgendein reimern? Auf mich? Ja. Da oben liegt ganz klar ein Bild von Ihnen. Gibt es irgendeine Person, mit der Sie momentan ein bisschen Stress haben oder der Ihnen was Böses möchte? Nein. Nein, nicht, dass ich wüsste. Versuchen Sie sich zu beruhigen. Wir sind ja auch jetzt bei Ihnen. Also Sie können sich jetzt im Moment überhaupt keinen Reim drauf machen, wieso jemand auf Sie schießen sollte. Nein. Keine Ahnung. Nehmen Sie es nur mal ein paar Minuten. Wir fahren am besten auf die Wache. Da nehmen sind Sie auf jeden Fall mit, erstmal in der Sicherheit. Ja, dann nehmen wir Sie mit rein. Geht das? Womit hat der RTW sein Go gegeben? Dann wir müssen Sie mal fragen. Hat er. Die 37-Jährige steht unter Schock. Sie war das eigentliche Ziel des hinterhältigen Angriffs. Spontan fällt ihr niemand ein, der dafür verantwortlich sein könnte. Aber die Kripo-Beamten wollen mit ihr auf der Wache noch mal nach möglichen Hintergründen suchen. Zudem hat die Spurensicherung auch schon erste Erkenntnisse. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Erkenntnisse. Und zwar haben wir neben diesem Lichtbild da oben auf dem Balkon auch noch ein paar Hülsen gefunden. Das ist das Bild. Auf dem Foto konnten wir jetzt keine Spuren sichern, aber auf den Hülsen, da haben wir Fingerabdrücke gefunden. Und die Fingerabdrücke, die gehören einem Peter Schröder. Der Name sagt Ihnen wahrscheinlich etwas. Ja.
Der Peter Schröder, ich habe damals gegen ihn ausgesagt vor Gericht. Das ist richtig. Wegen dem Einbruch, gell? Der ist damals bei meiner Nachbarin eingebrochen und ich war Zeugin. Er hat sie damals auch sehr schwer verletzt und ich habe gegen ihn aussagen müssen, aber... Das Schlimme ist, was heißt das Schlimme, der ist vor 3 Wochen aus der Haft entlassen worden. Deswegen vermuten wir möglicherweise, dass er sich an ihnen rächen müsste. Daher auch das Bild, ich sag mal, woher soll das kommen? Was ist denn hier los? Ja, das ist er. Lautstark. Bisschen ungeschmeidig, würde ich sagen. Ich habe sie nicht anderes. Wer ist das? Das ist seine Frau. Der Verdacht liegt nahe, dass der Ex-Häftling den Anschlag verübt hat. Aus Rache dafür, dass ihn die junge Frau ins Gefängnis gebracht hat. Der Name Nadine Clement sagt Ihnen wahrscheinlich etwas. Ja, klar, ja, logisch, weiß ich, ja, das war die Zeugin, die ausgesagt hat, weil ich bin vor 2 Wochen aus dem Knast entlassen worden, aus dem Gefängnis entlassen worden, vor 3 Wochen, ja. Das wissen wir. Und die hatte mich damals belastet, es war ein Einbruch. Ich habe auch im Effekt die Frau niedergeschlagen, was ich eigentlich nicht vorhatte, weil ich habe wirklich, ich tue keinem Menschen Gewalt an. Es geht lediglich um meine Frau. Ich wollte, habe ein paar Diebstähle gemacht zwischendurch und ja, ich wollte meiner Frau was bieten und ich wollte lediglich irgendwelche Sachwerte oder Herr Schröder, Geldwerte. Ist okay, fangen wir mal an. Aber ich wollte niemandem wehtun. Mir tut das auch heute noch leid. Also ich würde mich bei der auch entschuldigen. Herr Schröder, die Frau Clement, die ist heute Morgen angeschossen worden. Und wir aber haben den Verdacht, dass Sie das gewesen sind, weil letztendlich haben Sie ja ein Motiv, die Rache. Das war ja die Zeugin, die Sie hauptsächlich belastet hat und wegen Ihrer Aussage. Die 2 Jahre haben mir gereicht, die ich gesessen habe und ich habe jetzt daraus gelernt. Ich will jetzt ein ordentliches Leben ohne Straftaten und ich werde mit Sicherheit keinen Mensch anschließen. Ich bin froh, dass ich wieder irgendwann mit meiner Frau zusammen sein kann. Die Frau Clement ist mit ihrem Gewehr angeschossen worden und wir haben Hülsen am Tatort gefunden. Ja, ich habe einen Waffenschein auch. Ich bin im Jagdverein. Und ich habe vor 2 Wochen bin ich zum Jagdverein gegangen, da habe ich den Schrank aufgemacht, da war das Gewehr weg, samt der Munition. Als ich in den Knast ging, habe ich natürlich die Sachen angepackt, aber ich habe auch kein Alibi. Entschuldigung, ich war eigentlich auch zu Hause. Wir haben sogar Ihre Fingerabdrücke auf der Waffe. Ja, das kann sein, dass ich da vorher, die müssen ja da drauf sein, ist ja logisch, das ist ja mein Gewehr gewesen. Aber ich hab's doch als gestohlen gemeldet. Bora Aksu hat Zweifel an der Aussage des Mannes. Der Diebstahl der Waffe ist bisher nicht gemeldet. Die Frage ist, ob die Ehefrau des Tatverdächtigen dieselbe Version der Geschichte erzählt. Ich hätte aber noch eine Frage. War irgendwas Auffälliges heute Morgen vielleicht an ihm? Nein, also ich habe keine Ahnung. Ich bin wie jeden Morgen auch zur Arbeit gegangen. Ich arbeite bei Gaspar und Söhne in der Firma und aber was er in der Zwischenzeit gemacht hat, kann ich nicht sagen. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich... Also das heißt, Sie können ihm kein Alibi geben, weil er heute Morgen dann zumindest alleine war und Sie waren auf der Arbeit. Das ja, so gerne ich das auch machen würde. Ich war wie jeden Werktag meiner Arbeit. Sie können ihm auch kein Alibi verschaffen, das wäre ja auch eine Straftat, wenn es nicht so ist. Ich gehe jetzt mal rüber zu Ihrem Mann und zum Kollegen. Ja. Bleiben Sie bitte hier sitzen. Ja, ich komme dann gleich nochmal zu Ihnen. Okay. Bora? Ja? Ich habe jetzt mit ihr ganz kurz gesprochen. Sie ist sehr bemüht. Ich weiß nicht, was anfangen. Ich bin total. 2 Jahre lang. Aber 2 Jahre lang gebe ich mir Mühe für den ganzen Nachbarn. Weißt du? Nee, nichts. Du hast nichts für mich getan. Ich habe alles aus Liebe für dich getan. Verstehst du? Tu mal nicht. Und dann tust du mir sowas an. Du schießt auf die Zeuge. Und was war denn vor 2 Jahren? Was war denn vor 2 Jahren? Was war vor 2 Jahren? Warum, ne? Okay. Haben wir uns jetzt schon alle soweit? Haben wir jetzt uns alle beruhigt? Ja, geht das? Dann würde ich Sie bitte, ich wollte zwar gleich noch mal zu Ihnen kommen, aber Sie können jetzt mal runtergehen, Sie sind entlassen, Frau Schröder. Die Kommissare bringen den Tatverdächtigen zur KTU. Er soll auf Schmauchspuren untersucht werden. Dabei beobachten sie sein Verhalten genau. Also er geht schon ziemlich bereitwillig in die Untersuchung rein. Nur wenn die keine Schmauchspuren finden, dann sind wir schon am Arsch. Ja. Ja. Ist ja auch nicht schlimm, ich habe das jetzt schon alles erledigt und ich bin auch schon auf dem Weg zu dir und ich freue mich. Ja, bis gleich, mein Schatz. Ciao.
den Ring abgezogen. Die sah jetzt nicht aus. Die fürsorgende, treusorgende die Frau, war doch der Mann gerade verhaftet worden ist. Ja, die war doch total aufgebracht gerade. Wo will die denn hin? Sehen wir jetzt gleich, oder? Wollen wir hinterher, ja? Ja, das würde ich jetzt mal interessieren. Die Beamten sind sicher, dass die 45-Jährige mehr weiß, als sie bisher zugegeben hat. Und sie hätte Zugang zur Waffe ihres Mannes gehabt. Das rückt sie in den Kreis der Verdächtigen. Und im Laufe der Observierung verdichten sich die Hinweise. Die KTU hat gerade Bescheid gegeben. Beim Herrn Schröder wurden keine, ich wiederhole, keine Schmauchspuren festgestellt. Das ist also negativ. Richtig. Die Streife, die bei ihm zu Hause vor Ort ist, konnte auch weder Gewehr noch Munition noch Masken oder Handschuhe feststellen im Zuhause. Also beides negativ, Schmauchspuren und auch kein Waffenschutz zu Hause. Ja, dann wird das jetzt interessant hier. Kannst du irgendwas sehen? Hier stehen sie. Ja? Ja. Okay. Wir klingeln mal. Guten Tag. Guten Tag. Die Kriminalpolizei. Die Kriminalpolizei? Kollege Axo, meiner ist Ahrens. Habe ich irgendwas verbrochen? Sie nicht, aber die Frau Schröder wird mal gerne mal sprechen. Frau Schröder? Wie, sie, oh, sie geht da hinten. Die fängt da hinten abzuhauen. Ja. Sie bleiben mal schön hier. Sie mich los, was wollen Sie denn von mir, Mann? Mann, was wollen Sie denn? Hast du sie? Wollen Sie denn so schnell hin, Frau Schröder? Ja, zu meinem Auto, ich habe was vergessen. Zu Ihrem Auto? Ja. Das ist doch der kürzeste Weg zu Ihrem Auto. Nein, Sie stand doch in der Tür hier. Wir müssen auch mal aufgeklärt werden, weil wir wissen jetzt auch nicht hier, was hier Mann, los ist. Mann, ja, ich kann auch alleine gehen. Sie können mich auch loslassen. Ja, doch. Das ist ja ziemlich merkwürdig. Zuerst bei Ihrem Ehemann da auf der Wache. Moment, waren Sie noch sehr besorgt? Moment. Ehemann, ich habe da gerade mal eine Frage. Konstanze, hallo? Was denn? Ehemann? Ach, das wissen Sie nicht, dass sie verheiratet ist. Deswegen hat sie auch den Ehering ausgezogen. Ach ja. Sag mal, die letzten Wochen, war das jetzt alles nur eine Scharade? Nein, war's nicht. Ich liebe dich. Ja, toll. Und jetzt höre ich Ehemann. Wo ist denn dein Ehemann? Die Kripo-Kommissare sind sicher, dass die Ehefrau die Schüsse abgegeben hat. Doch die Tatverdächtige verweigert die Aussage. Die Polizisten nehmen deshalb ihr Auto genauer unter die Lupe. Aha. Was ist denn das? Oh mein Gott. Das ist eine Waffe, die wir suchen. Sag mal, Konstanze, gibt's da noch ein paar Dinge, was ich wissen sollte? Oder wie, sag mal. Schwarze Handschuhe, schwarze Jacke. Hey Konstanze, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ne? Das Thema ist durch. Ne? Also sowas, aber ich liebe nein, dich. Pass auf, ich fühle mich sowas von. Diese Scharade hier, machst du mir hier was? Es war keine Scharade. Mein Gott, ich wollte das alles nicht. Mein Gott. Dein Mann kommt aus dem Knast raus. Eine Sekunde bitte, was wollten Sie denn? Können Sie uns das mal erklären, was Sie wollten? Jetzt klären Sie uns mal bitte auf. Also gut. Okay, ist gut. Also wir fangen da an. Ihr Mann ist aus dem Knast rausgekommen. Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich wollte ihn schon längst verlassen. Wirklich, für dich. Weil ich mich in dich verliebt habe und ich wollte mit dir zusammen sein. Ich konnte es aber nicht, weil mein toller Peter mich in der Hand hatte. Wir haben den Einbruch zusammen geplant. Er hat es eigentlich für mich... Hier ja, vor zwei Jahren. All die Bälle ja, er hat es für mich getan, weil er ganz genau wusste, ich liebe das Luxusleben. Und ich habe auch wirklich was anderes verdient als ihn. Ich wollte mit dir zusammen sein. Weil ich dir das Luxusleben bieten kann? Das heißt also mit anderen Worten... Ja, da kommt ein Mann, von dem ich nicht weiß, nur wegen meinem Geld. Mein Gott, das ist eine tolle Liebe. Das ist eine tolle Beziehung. Wir waren aber noch nicht fertig, das würde mich jetzt noch mal weiter interessieren. Also Sie konnten den nicht verlassen, wollten gerne einen Mann mit Geld haben, den haben Sie hier gefunden. Und wie wollten Sie dann weiter? Hatte sie Ihren Mann los? Hatten. Wie gehen wir dann weiter? Naja, ich wollte ihn einfach loswerden und habe dann halt auf die Zeugin... geschossen, weil Sie den Zugang zu dem Gewehr hatten. Ja, aber ganz ehrlich, das wollte ich alles nicht. Und ich kann auch nicht wirklich schießen und ich wollte diese andere Frau nicht auch noch verletzen. Also das tut mir wirklich leid. Mordversuch, wissen Sie das? Die Täterin muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung, Diebstahls und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Außerdem wird sie wegen Mittäterschaft bei dem von ihrem Mann begangenen Einbruch verurteilt. Die Opfer erholen sich wieder vollständig.